Okay, um auch mal so ein Beispiel zu sehen, was Koaxialleitungen oder Auswahl von Koaxialleitungen betrifft. Ja, hier haben wir zwei, auch wieder von Triax. Das ist einmal das Coax 110 HD High Definition bzw. Coca 99 schräger 125. Man findet solche Leitungsbezeichnungen ziemlich gut in dem Katalog drin. Was bedeutet das alles? Ja, und hier seht Sie oder seht ihr auch die technischen Daten dazu. Ja, zum Beispiel hier das Coca 99 HD, eine ziemlich gängige Leitung, die man benutzen kann, ist so aufgeführt, welche Mantelfarbe der hat, ja, wo man den verlegt im Innenbereich. Ja, wenn das weiß ist, dann sollte man das wissen. Ach, übrigens, hatte ich gesagt, zum Beispiel von Spawn, ja, die haben auch Koaxialleitung, die blau ist. Eine schöne, nette Farbe. Man sollte wissen, das ist auch eine UV-beständige Leitung und kann man auch für den Außenbereich nutzen. Ja, ziemlich gutes Kabel. Gut, dann hier weiter im Coca 99 HD. Ja, hier in der Spalte. Ich werde mal hier ein bisschen meinen Stift rausholen, damit wir das auch sehen. Befinden wir uns jetzt bei der Dämpfung zum Beispiel, dann sieht man hier, dass bei unterschiedlichen Frequenzen natürlich auch unterschiedliche Dämpfungswerte angegeben werden. Es hängt nämlich von der Frequenz ab. Je höher die Frequenz ist, desto mehr Dämpfung ich habe auf 100 Meter Leitung. Das sollte ich wissen für die spätere Pegelberechnung, was wir dann auch noch thematisieren werden. Da seht ihr zum Beispiel, ja, wenn ich diese Leitung nutze, zum Beispiel beim Kabelfernsehen, ja, dann geht das Ganze hier ungefähr bis 1000 Megahertz. Ja, dann habe ich hier eine Dämpfung von 20,3 dB auf 100 Meter. Also das Signal verringert sich von der Stärke her auf oder um 20,3 dB. Nicht auf, ich weiß ja nicht, was ich reinbekomme. Das werden wir natürlich noch berechnen. Bin ich in der Satellitentechnik, da muss ich natürlich mit höheren Frequenzen rechnen. Das Ganze geht natürlich bis 2150 MHz. Hier sehen wir das, was passiert bei 2150 MHz auf dieser Leitung. Und auf 100 Meter habe ich da eine Dämpfung von 30,8 dB. Das ist schon ganz ordentlich, was ich da habe. Ja, aber wann habe ich denn solche langen Strecken? Gut, im Mehrfamilienhaus vielleicht, ja, oder in einem größeren Einfamilienhaus. Aber da kann ich mir schon auch überlegen, wenn ich diese Dämpfung umgehen möchte auf dieser Leitungsstrecke, dann nutze ich dann natürlich auch Lichtwellenleiter. Okay?